ich das zeigen, wie man ein Seitenumbruch einfügen kann. Das ist ja wie mehrere Seiten. Wenn ich jetzt hier sagen würde, an dieser Stelle möchte ich einen Seitenumbruch haben. Das heißt, ob das an dieser Stelle schon eine neue Seite beginnt, gehe ich hier auf Einfügen, manueller Umbruch, wähle hier Seitenumbruch aus und klicke auf OK. Dann sieht man, dass die Seite aufhört und hier dann anfängt.